Sorcerer. Herr Sorcerer. Einen Augenblick bitte. Ich muss gerade einen Versäumnisfall klären. Nun, Herr Sorcerer, was kann ich für Sie tun? Ich bin an einem verwandten Überraschungskredit interessiert. Einen Moment bitte. Ich muss nur das Antragsformular suchen. Irgendwie scheine ich es momentan verlegt zu haben. Wird es Ihnen etwas ausmachen, später noch einmal wiederzukommen? Null Problemo! Währenddessen auf dem Dach. Hier ist doch einer. Welche Adresse? An die drei Bären, Honigwein Boulevard 69. Die 69. Weißt du, wo das ist? Oh ja, Feuer! Guter Schuss, danke. Scheint, als hätte ich Ihnen einen Gefallen getan. Sie haben den Wasserhahn angelassen. Was macht der nur in dieser Dimension? Ups. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ich glaube, ich höre jemanden. Papi, Papi, da hat schon wieder jemand bei uns eingebrochen. Diesmal erwische ich diesen Hooligan. Warte, Papi, es könnte gefährlich sein. Tritt zur Seite, Mami. Ich bin für so etwas ausgebildet. Oh, verflixt, ich sitze in der Falle. Ich verstecke mich besser. Ich krieg dich, Bürschchen. Es ist keiner mehr da, Mami. Hast du auch überall nachgesehen, Papi? Keiner da, Mami. Komm herein. Komm, Sohnemann. Aber wer hat nur meine Tür zerschlagen? Und wer hat meine Schwammsammlung vertrocknen lassen? Und wer hat auf mein Videospiel getreten? Ich wette, ich weiß, wer der Gauner war. Wer, Papi? Sie. Nicht schon wieder, Papi. Ich fürchte doch, Mami. Oh, Papi, was werden wir jetzt tun? Ich weiß nicht, Mami. Warum kochst du uns keinen Brei, während ich darüber nachdenke? Okay, Papi. Aber zuerst zünde ich mal ein Feuer an. Feuer? Was war das, Papi? Klang, als wären es wieder die Ratten, Mami. Sowieso mal wieder ein Bad gebraucht. Habt ihr gehört, was mit unserer Patricia passiert ist? Oh, wenn ich dir sag, dasselbe ist mit unserer Doris passiert. Oh, ja, das war schlimm für uns, ganz schlimm. Und du weißt ja, wie sie ist. Meine Güte!
Er hat ein Restaurant eröffnet. Ich glaub es nicht. Hallo, Mann. Erinnerst du dich an mich? An dich erinnern? Natürlich erinnere ich mich an dich. Onkel Dumpling vergisst niemals einen Kunden. Nein, ich meine aus dem letzten Spiel. Ich kam an deinem Haus vorbei und du gabst mir von deiner Sumpfsuppe zu essen. Wie bitte? Du weißt doch, deine Geburtstagsfeier. Ich war der Einzige, der da war. Ah, so ist es gleich viel besser. Jetzt kann ich dich wenigstens richtig erkennen, aber dein Gesicht sagt mir nichts. Du bist einer von Steves Freunden, oder? Oh, vergiss es. Ich habe dich mit jemandem verwechselt. Oh, alles klar. Denken Sie daran, jedes Sumpfessen enthält 20% reines Rind, Schweinefleisch. Wir verwenden außerdem nur garantiert biologisch. Alles klar, Mann? Was geht ab? Möchtest du ein Geheimnis erfahren? Klar, immer doch. Ich kann es dir leider nicht sagen, fürchte ich. Denn sonst wäre es ja kein Geheimnis mehr. Schon okay. Ist wahrscheinlich sowieso nur verrücktes Blabla. Es ist aber wirklich sehr gut. Ich habe es noch nie in meinem Leben jemand erzählt. Ist schon okay. Ich bin nicht interessiert. Okay. Ich darf es dir sowieso nicht erzählen. Hallo. Hallo. Ich glaube nicht, dass er mich hören kann. Er hat ein Taubheitsgelübde abgelegt. Ein Taubheitsgelübde? Und wie kann ich mich ihm verständlich machen? Schreib deine Fragen hier rauf. Die Jungs hier sind echt schwer verrückt. Kein Grund zum Brüllen, ich bin nicht blind. Ich bin nicht taub. Ich habe nur ein Taubheitsgelübde abgelegt. Ich könnte hören, wenn ich wollte, aber ich möchte nicht. Vielleicht klärt diese Broschüre deine Frage. Scheinbar glauben die Jungs, dass eine Stunde Durchdrehen pro Woche den Stress abbaut. Das soll das Risiko des Alterswahnsinns reduzieren. Wie kann ich hier eintreten? Oh ja. Glücklicherweise haben wir eine freie Stelle als Breiträger. Ja, unser letzter Breiträger ist bedauerlicherweise auf Müsli umgestiegen. Du erhältst dein Mitgliedshonorar, sobald du zurückkommst. Mitgliedshonorar? Ja, es beträgt 100 Mark im Jahr. Du bekommst es, sobald du zurück bist. Da bin ich mir sicher.